Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Und hier haben wir Skid Rains Statue. So, nannte ich gerade das Matte. Kumarua? Du hast dir das Ka? So, ja, Bunken, die noch kurz, du Kotowa. So, der Dacke, mo, lexi, du stehst, noch kurz, du stehst, du Kotowa. Lexi, wa, das ist ja schraber, mono, der Atte. Das ist ja schraber, der Mono, der war nein, noch nie. Der hätte ihr denn das, ne, Sensei? 今の話でどうしてそうなるのかしら？だって先生、顔赤いもん。あら。Okay. Ja, der Einzige, der eine Statue will, der bekommt natürlich keine. Ja, egal. Wir sind immer noch auf der Suche nach den ganzen Häuser des Heils, weil wir Informationen über Mantils Kirche brauchen. Für Alfred, der uns hier gelingt hat mit einem seiner Verträge. Geil. Boah, okay. Hi, na? Wuff, wuff. Ja. Kann nicht sein, dass ich irgendwo einen Hund oder so verpasst habe. So. Was ist los? Seit die Auserwählte auf ihre Reise gegangen ist, ist alles noch schlimmer geworden. Und die Stadt wurde zerstört. Wann wird Martell endlich erwachen und uns retten? Martell rettete diejenigen, die ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und sie aufwecken. Ich kann diese Leier nicht mehr hören. Ich möchte meinen Sohn wieder haben. Oh, du bist eine Frau. Oh, du bist die Auserwählte. Gib mir meinen Sohn wieder, bitte. All diese Monstrosität Palmacosta zerstört hat, wurde meine... Diese Monstrosität Palmacosta zerstört hat, wurde mein Sohn. Mein Sohn wurde... Woher weiß jeder sofort, dass sie die Auserwählte ist? Ich verstehe nicht. Das kann ich nicht. Wenn du die Auserwählte bist, kannst du es. Geh zu Martell und bring sie dazu, meinen Sohn das Leben zurückzugeben. Willst du etwa behaupten, du kannst nicht einmal das? Du bist eine Versagerin, genau wie es diese Leute behaupten. Hör auf damit. Mein Sohn ist tot. Er starb in dem Glauben, die Welt wurde erneuert. Das ist so grausam. Cool Story. Auserwählte, ich entschuldige mich. Nein, es ist meine Schuld. Nur weil ich nicht in der Lage war, die Welt zu retten. Es ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht vorüber. Klett und wir haben die Welt nicht im Stich gelassen. Ja, wir glauben an euch. Übrigens, was bringt euch hierher? Wir suchen nach jemandem namens Auguste, der im Besitz des Schatzes der Spiritua ist. Der Hohepriester Auguste befindet sich im Haus des Heils an dem Dock der Toda-Insel. Er wurde von einem Mann namens Alfred gebeten, die dort Gebete zu sprechen. Von Alfred? Lloyd, lass uns gehen. Ja. Ja, super, was soll... Warum hat er uns nicht direkt gesagt, dass er... Oh. Boah, keine Ahnung. Toladok. Aus des Heils am Toladok. Warte mal. Da... Okay. Ich habe noch nicht ein Haus des Heils gefunden. So. Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Toladok. Ach nee, da ist ja ein Haus des Heils am Toladok, genau. Also so ein Tempel jedenfalls. Ja, genau hier. Na, verdammt. Oh, wie ungewöhnlich. Willst du wirklich beten? Obwohl dieses eine Schiffsanlegestelle ist, ist es gleichzeitig auch ein Haus des Heils. Also ist es auch ein Betthaus. Bethaus. Betthaus. Vielen Dank für deine Gebete. Eigentlich fahren alle sofort zur Todeinsel, ohne zu beten. Ja. Ich dachte... Hier. Okay, irgendwie... Müssen wir uns den Schiff... Aber bitte um ihre Verständnis, alles ist zerstört.
Oh, du, okay. Bist du die Auserwählte? Ja. Bei der schrecklichen Katastrophe vor kurzem haben viele Leute ihr Leben verloren. Sogar die Überlebenden sind verzweifelt, weil der Turm des Heils verschwunden ist. Ja. Ich befinde mich auf einer Reise, um die verlorenen Leben zu besänftigen und diejenigen, die überlebt haben, Hoffnung zu schenken. Während dieser Reise traf ich einen Mann. Alfred? Ja. Er suchte nach dem Schatz der Spiritur, um diejenigen zu helfen, die unzufrieden sind, weil die Welternährung nicht voranschreitet. Unterwegs geschah jedoch diese furchtbare Katastrophe. Sein Boot wurde zerstört und all seine Kameraden sind auf See geblieben. Er hat mich gebeten, für sie zu beten. Und auch für diejenigen, die an die Welternährung und an die Zukunft geglaubt haben. Was kann ich tun? Es ist richtig, ich habe versagt. Es gibt dennoch einen Weg. Ihr sucht nach einer Möglichkeit, alt zu retten. Ihr könnt nur das tun, was euch möglich ist. Und wenn die Welt erneuert wurde, gedenkt all derer, die ihr Leben verloren haben. Ja, wenn wir nur jammern, wird die Situation nur schlimmer. Es muss sicherlich hart für dich sein, doch die Leute müssen nach vorne sehen. Ja, bitte gebt das, Alfred. Spirituos Ring. Das ist ja ein Ring, von dem man sagt, er sei Spirituos größter Schatz. Alfred bat mich, die Auserwählte zu finden und sie zu bitten, für seinen Kameraden zu beten. Und am Ende meiner Pilgerreise soll ich euch die Bedeutung meiner Reise erklären. Verstehe, ich werde Alfreds aufsuchen. Auserwählte, ich verlasse mich darauf, dass du dich um Alfred und die Welt kümmerst. Okay. Dann auf nach Hima. Weil da wartet er ja. Hima. Ja. Weltkarte, ja. Immer wieder schön. Die Steuerung ebenfalls. Ja, und nirgendwo landen, ne? So, rauf da. Hima! Vergiss mal, hat man von da schon rein, ne? So, Alfred, wo bist du? Ja. Wahrscheinlich ganz oben an der Spitze, ne? Mal schauen. Oh, da ist er ja. Oh, Hund. Bah. Hast du die Geschichte gehört, Auserwählte? Ich, wegen meiner Unzulänglichkeit, ich entschuldige mich. Nein, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Ich bin am Leben. Wenn du dich entschuldigen willst, kannst du das bei meiner auch toten Mannschaft tun. Ja. Alfred, es klingt vielleicht wie eine Ausrede, aber bitte hör zu. Colette hat Ciro nicht im Stich gelassen. Wir haben nur... Hör auf, das klingt nicht nur wie eine Ausrede, es ist auch eine. Ich wollte nur, dass die Auserwählte auf eine Pilgerreise für meine Mannschaft geht. Ja. Ich bin sicher, ihr habt alle euer Bestes versucht, die Welt zu erneuern. Ich weiß das, aber ich verstehe auch die Gefühle derer, die euch beschuldigen. Ja, ich wurde ihren Erwartungen nicht gerecht. Solange du das verstehst, ist alles in Ordnung. Noch gibt es einen Weg, die Welt zu erneuern, oder? Ja, deswegen befinden wir uns auf dieser Reise, auf der Suche nach einem besseren Weg. Gut, ich bin erleichtert, das zu hören. Ich werde den Vertrag vernichten. Ihr könnt das Boot in Luin nach Belieben nutzen. Dasselbe gilt für Spirituos Ring. Was wirst du tun? Ich glaube, ich besorge mir ein Boot und suche eine Insel, die auf keiner Landkarte zu finden ist. Oh, hey, Leute, wir haben noch diesen Brief, erinnerst du dich? Ach ja, stimmt. Alfred, wir haben einen Brief für dich. Das ist... Layla sucht dich schon seit geraumer Zeit. Ihr müsst euch nahe stehen. Nein. Hey, könntet ihr dies hier Layla von mir geben? Alfreds Brief halten. Was? Gib ihn dir selbst. Klappe, ich habe meine Gründe. Ich verlasse mich auf dich. Bis später.
Oh Mann, also gut. Gehen wir nach Risold. Jo. Wir können den Spirituos Ring behalten, habe ich verstanden. Was kann man damit machen? Irgendwas bestimmt. Na gut, dann auf nach Risold. Finde ich gut, dass ich so viele Quests nacheinander rein. So, da. So. Ah, mein Rücken juckt. Oh, blablabla. Das war eine Information, die ich unbedingt teilen musste. So. Ihr sollt ist da. Bams. Perfekt. Hier. Boah, endlich mal aufgestoßen. Ich denke, ich gehe jetzt zum Bett. Also ich wundere, ich muss heute zum Nachtfischen aus, okay? Steht da einfach so verblöd davor. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ja, ich gehe jetzt sofort schlafen. Auf dieser Stelle, ja. So, Layla, ich habe einen Brief. Was? Du hast einen Brief von Alfred? Was? Kannst du mir mal verraten, was das soll? Hä? Wovon redest du überhaupt? Lies diesen Brief. Liebe Layla, leider kann ich dir das Geld nicht zur vereinbarten Zeit zurückzahlen. Ich unternehme eine neue Reise. Mein Steuermann Lloyd, der dir diesen Brief überbracht hat, wird meine ganze Schulden begleichen. Danke für alles, was du für mich getan hast. Leb wohl. Also gut, gib mir das Geld. Hey, du bist nicht die Freundin von diesem Alfred? Ihr seid ja lustig, ich würde doch nie etwas mit einem Banditen wie ihm anfangen. Ich bin eine Geldverleiherin. Er hat gesagt, er sucht den legendären Schatz von Mythos oder so ähnlich. Dann hat er sich das Geld von mir geliehen und ist abgehauen. Übrigens, wie viel schuldet er dir? Mit Zinsen? Wie viel ist das? 100 Milliarden Galt? 100 Millionen Galt. Ja. 100 Millionen. Also, her mit dem Geld. So viel Geld haben wir doch gar nicht. Wir geben dir stattdessen Spirituos Schatz. Wahrscheinlich hat er einen Wert für Sammler. Ich weiß etwas, verkaufen wir ihn doch an Kotong. Ja, Layla, hab noch etwas Gold, wir werden das Geld auftreiben. Also gut, wer ist Kotong? Ist es richtig, dass er im Brief von Alfred gekommen ist? Dann nehmt Max mit. Was? Ich kann euch nicht so einfach gehen lassen, gebt Max das Geld. Ich verstehe jetzt zwar nicht ganz, aber gut. Jetzt beeilt euch und besorgt mir die Knete. Ist ja gut, ab zum Hakonesia-Pass. Ja, sehr gut, danke. Wow, wie sich alle immer in einen Raum irgendwie so reinquetschen. Was, ihr wollt, dass ich euch das hier abkaufe? Das ist also der Ring, den Spiritur getragen hat. Also gut, wie viel? 100 Millionen Galt. Bar. Das ist lächerlich, so viel habe ich nicht. Oh, dann müssen wir Spiritus Ring wohl ins Meer werfen. Was? Gehen wir, Lloyd. Schon gut. Aber 100 Millionen Galt ist zu viel für den Ring allein. Ihr müsst noch etwas dazu geben. Also, wir geben dir einen Passierschein. Was? Du verkaufst sie doch für 100 Millionen Galt. Also ist er das auch wert, oder? Also, nimm es. Ich bin nervös, wenn ich so viel Geld bei mir habe. Was ist, wenn ich es verliere? Keine Sorge, nimm es einfach. Okay, jetzt können wir ihr das Geld zurückzahlen. Gehen wir zu Layla. Jetzt hat er alles verloren. Layla, hier ist das Geld, 100 Millionen Galt. Willkommen, meine geliebten 100 Millionen Galt. Oh, und willkommen, Max. Ich habe eure Zahlung erhalten. Damit betrachte ich die Schulden als beglichen. Ich hoffe, ihr habt daraus gelernt, so einen Schurken nicht mehr zu trauen. Mehr nicht? Ja, super. Ey. Das ist alles? Ja, super. So, aber wir hatten doch noch irgendwas anderes, glaube ich.
vor, oder? Boah. Bin ich wieder voll auf dem Schlauch. Hat er uns nicht noch irgendwas gesagt, was wir machen können? Spiritus Ringen. Da bilde ich mir jetzt wieder Zeugs ein. Er hat doch gesagt, irgendwie noch was, ne? Boah, was war denn jetzt nochmal? Ich weiß doch echt nicht mehr. Oder war es das? Muss ich gleich nochmal in die Aufnahme gucken, ne? Ich hab schon wieder total vergessen. Irgendwann hat er auch noch gesagt, ne? So, was können wir jetzt noch jetzt ein paar Minuten machen? Warte mal, jetzt soll hier dieses Ding, wo wir Aska gerufen haben. Weiß doch nicht, dass sich hier immer noch was ändert. Ich will immer noch wissen, wie man Maxwell bekommt. Irgendwie kriegt man doch bestimmt Maxwell. Wird schon so oft über den geredet, deswegen muss man den irgendwie bekommen. Ja, eigentlich. Ich bin ziemlich sicher, ob man ihn bekommen könnte. Von Taser konnte man ihn, glaube ich, da auch irgendwie bekommen. Da wird der hier wohl wahrscheinlich auch irgendwie möglich sein. Ist ja ein hübscher Baum, jo. Okay, keine Ahnung. Dann. Nun. Dann können wir jetzt noch was machen. Asgard. Ruinhima. Wald von Isea. Tempel von Mattel. Ruin von Trier. Todarasir. Boah, ich habe keine Ahnung. Kann ich ein Part eigentlich beenden? Ja. Ja, blöd, hat irgendwie nichts hier in der Synopsis angezeigt wird. Das ist ein bisschen doof. What? Okay. Tja, dann was jetzt? Ein bisschen sinnlos durch die Gegend fliegen. Wirklich gar keinen Plan jetzt. Ich kann einige Orte noch besuchen, wo wir schon lange nicht mehr waren. Ich komme gar nicht mehr rein. Ach ja, in Luin, boah. Wir können ja ein Boot jetzt benutzen, nicht Idiot. Das mir hat noch eingefallen, sehr gut. Ich hätte gesagt, wir können das Boot benutzen. Chinas Statue. Okay, sehr gut. Das ist mal so vorausschaubar zwischen den beiden. China versucht irgendwie ganz normal irgendwas zu sagen. Zellos labert irgendeinen Mist. Und ja, alles nimmt seinen Lauf. Ja. Aber Moment mal, wie soll man denn hier ein Boot benutzen? Ach, von da aus, okay. Frag mich schon, wie kommt man denn mit dem Boot da raus? Jetzt bin ich natürlich hier gelandet. Auf der anderen Seite. Okay, können wir mit dem Boot durch die Gegend schwimmen? Weshalb? Das sehe ich irgendwie ein bisschen sinnlos gerade. Können wir doch gar nichts machen. So, wir haben ein Boot. Geil. Und nun? Ja, wir haben ein Boot. Okay. Das war sehr gut. Ist fertig. Was meinst du? Das Schiff mit dem Materialgefühl ist jetzt eine Villa. Ja, super. Ich will damit schwimmen. Ist immer ein Boot, okay? Und zünde ich es an. Ging aber hier anscheinend nicht.
Er hat doch gesagt, wir können damit durch die Gegend schwimmen, oder? Da bin ich mir halt ein. Na gut. Oh, jetzt haben wir 20 Minuten, jetzt können wir ein paar beenden. Wie sinnlos Zeit hier verballert. Sehr gut. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.